Ich will beginnen mit einer Aussage vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Warum sollte man ihn nicht mal zitieren in der Masch? Ja. Das ist ja auch ganz witzig. Aber ich finde, er hat da was gesagt, was aus meiner Sicht, jedenfalls benutze ich das hier als typische Aussage eines deutschen Politikers zur Situation in Europa stehen kann. Er erklärte am 14. März im Schloss Bellevue aus Anlass der Ernennung des Bundeskabinetts, also jetzt Originalton Frank-Walter Steinmeier: Die liberalen Demokratien des Westens sind Anfechtungen ausgesetzt. Äußeren wie inneren autoritäre Gegenmodelle treten selbstbewusster auf. Ein Kampf jeder gegen jeden macht sich wieder in der Weltpolitik breit, ganz aktuell auch in der Handelspolitik. Ich finde, diese Aussage ist ganz interessant, weil hier ist erkennbar, wie die deutsche, will nicht sagen herrschende Klasse, aber die politische Klasse sich selbst sieht. Und das hier gezeichnete Bild ist eigentlich ziemlich einfach, aber auch eben ziemlich schlicht. Das heißt mit anderen Worten, wir sind die Guten und dort jenseits von uns, außerhalb der Landesgrenzen, das sind die Nationalisten, das sind diejenigen, die sich abschotten wollen, die Gegner des liberalen Freihandels und natürlich die Gegner Europas. Aber nochmal zur Sicht des Bundespräsidenten. Sie ist ja, wenn man das in der deutschen Öffentlichkeit so sieht, wenn man das in den Medien sieht, ausgesprochen populär, sonst hätte er das ja auch nicht gesagt. Ich will ein anderes Beispiel bringen, ein weiteres aus der so liberalen Süddeutschen Zeitung. Die Buchautorin und Redakteurin dort, die Evelyn Roll, die hat ihre Sicht der Dinge wie folgt in einem kleinen Buch, was ganz interessant ist, zusammengestellt. Das heißt Gespenst des Nationalismus, das in Europa umgeht. Sie sagt dort in diesem Buch, in fast jedem europäischen Land marschieren sie jetzt, die kleinen Trumps, die Zwergkarikaturen und möchte gern Wiedergänger der Schlafwandler von 1914. Mit populistischen Dummheiten, nationalistischen Abschattungsfantasien, Verschwörungstheorien und Scheinlösungen sammeln sie die Stimmen der Verunsicherten und Überforderten, der Abgehängten, Entkoppelten, der Denkfaulen und Verbitterten. Der Hinweis auf möchte gern Wiedergänger der Schlafwandler von 1914 zeigt ja sehr drastisch, um was es hier auch geht. Das bezieht sich ja auf das Werk des Australiers Christopher Clark, Die Schlafwandler, wo es darum geht, wie der Erste Weltkrieg ausgelöst wurde. Also das heißt, sie benutzt dieses Bild auch, was ja eben hinführt eben zu der Frage von Krieg und Frieden. Ich könnte weitere Beispiele anführen. Einige finden sich in meinem neuen Buch Europa weiß nun. Ich glaube, wenn man sich mit diesen Stimmen auseinandersetzt, wenn man die Revue passieren lässt, also von Steinmeier, Evelyn Roll als Beispiel und vielen anderen, oder auch das, was auf diesen Demonstrationen Pulse of Europe gesagt wurde, dann ist das ein bezeichnender deutscher Blick auf diese Entwicklung der Europäischen Union. Und ich glaube, wenn man sich das mal von anderen Ländern aus anguckt, und Barbara Heller hat das ja schon gesagt, ich war 15 Jahre fast in Brüssel und da kam ich natürlich auch mit anderen zusammen, ganz logisch, mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen, mit den Abgeordneten der GUI-NGL, also den Vereinten Linken, dann sieht das schon ein bisschen anders aus, wenn man das aus anderen Ecken des europäischen Kontinents betrachtet, als aus dieser Sicht, was ich hier bezeichne als typisch deutschen Blick. Und man darf auch nicht übersehen, bei diesen Stimmen, die jetzt also außen nur Populisten, nationalistische Abschottungsfantasien und so weiter sehen, dass die Bekenntnis zu Europa gehört zur deutschen Staatsräson. Das hat der ehemalige Bundesinnenminister sehr deutlich gemacht. Der Thomas de Maizière hat gesagt, als Deutsche sind wir immer auch Europäer. Wir sind vielleicht das europäischste Land in Europa. Man könnte auch sagen, dass der deutsche Nationalismus eigentlich der Europäismus ist. Das ist eigentlich eine gewisse Konstante im deutschen Denken aller großen Parteien und natürlich auch des Bundespräsidenten und vieler anderer, die ich zitiert habe, beziehungsweise die in meinem Buch vorkommen. Also, mit einem Wort, die Gegner der Guten
liberalen und europäischen Welt sind außerhalb Deutschlands und bedrohen das große Friedensprojekt namens Europäische Union. So ist die Einsicht, die in Deutschland verbreitet wird. Was sind nur die drei großen Bedrohungen für die EU? Also, erstens, da sind die in Anführungszeichen zurückgebliebenen, insbesondere in Südeuropa, und da hat der Wolfgang Schäuble, der frühere Bundesminister für Finanzen, und ich glaube, der heutige wird das nicht viel anders sehen, obwohl er von der SPD kommt, der hat da immer so schön gesagt, die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Das heißt, das sind sozusagen Sitzenbleiber, das sind diejenigen, die die Reformen, Hartz IV und so weiter, nicht vollzogen haben. Und wenn man sich anguckt, was dem Macron jetzt gesagt wird, dann wird in den Zeitungen, in den Kommentaren geschrieben, er muss endlich das vollziehen, was in Deutschland vor 15 Jahren mit Schröder, mit Fischer, Hartz-IV-Reform, Agenda 2010 durchgesetzt wurde und was die anderen Länder auch machen müssen und auf dieses Niveau sich zu begeben. Das wirft man ja auch den Italienern vor, das wirft man den Spaniern vor, das wirft man den Portugiesen vor und natürlich den Griechen, denen wirft man das ganz besonders vor. Zweitens, da sind die Nationalisten, die man jetzt in Ost-Mitteleuropa sieht, die sind dort an der Macht. Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, wir haben jetzt vor kurzem den Wahlsieg von Orbán gehabt. Drittens, es sind als Gegner oder als die große Bedrohung, die dort wahrgenommen wird, die Populisten, die überall aufkommen. In Frankreich, die Niederlande, Österreich, Skandinavien, Italien und auch in Deutschland. Und den Populisten gibt man ja bekanntlich auch die Schuld am Brexit, also am Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union. Das sind also die drei großen Krisen, die identifiziert werden, wenn in Deutschland oder auch woanders, aber vor allem in Deutschland über die Situation der Europäischen Union gesprochen wird. Also Bedrohung überall und aller Orten von außen. Ich will mit der ersten Krise beginnen. Und das ist immer noch die wichtigste. Und wir dürfen nicht übersehen, dass sie, obwohl sie jetzt schon, genauer gesagt seit 2008, 2009 und dann akut als Euro-Krise 2010 aufgetaucht ist, überhaupt noch nicht bewältigt ist. Also die Euro-Krise ist noch vorhanden, sie ist noch relevant, auch wenn sie jetzt aus den Schlagzeilen so ein bisschen nach hinten gerückt wurde. Aber wir haben eine Situation in Griechenland, die weiterhin katastrophal ist. Wir haben in diesem Land eine Verschuldung, die gestiegen ist mit der Euro-Krise auf 179%, damit an der Spitze der EU. Die Wirtschaftsleistung ist in den letzten Jahren seit diesen sogenannten Hilfsprogrammen um gut ein Viertel zurückgegangen. Also die Hilfe kann ja wohl so erfolgreich nicht gewesen sein, wenn die Wirtschaftsleistung insgesamt um ein Viertel verloren gegangen ist. Die Arbeitslosigkeit liegt, und ich hatte es jetzt nochmal im Zusammenhang mit dem Buch mir genau angeguckt, 2017 lag sie bei 22%. Das ist ja ein bisschen höher und ein ganzes Stück höher als das, was wir im Durchschnitt haben in der Europäischen Union und von den deutschen Verhältnissen mit 4-5% gar nicht zu vergleichen. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in Griechenland weiterhin, das ist das vierte Quartal 2017, also ist noch nicht so lange her, bei 44%. Das heißt, faktisch jeder Zweite hat dort keine Perspektive, keinen Job. Wir haben in diesem Land, um das nur mal schlaglichtartig zu beleuchten, was Euro-Krise bedeutet, das sind ja immer nur so, wenn man sagt Euro-Krise, das sind Zahlen, das sind Verschuldungszahlen, das sind Zahlungen und dergleichen mehr, das sind Transferleistungen. Aber muss ich das mal klar machen, seit 2008 haben das Land 425.000 Menschen verlassen. Das heißt also, das, was die sogenannten Gastarbeiter, und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an diese Zeiten der 60er, 70er Jahre, also diese Welle ist wieder da. Und es wird ganz offen gesagt, wenn man keine Beschäftigung in Portugal, in Spanien hat als Jugendlicher oder vor allem in Griechenland nicht, dann soll man doch in die prosperierenden kerneuropäischen Länder gehen, also Niederlande, Deutschland, Österreich. Eine Aussage, die einfach so gemacht wird, aber wo eben vergessen wird, welche persönlichen Schicksale sich dahinter verbergen, und ich glaube nicht, dass diese Länder, die ja in den 80er Jahren, also Portugal, Griechenland, Spanien, in die Europäische Union gekommen sind, dass die gedacht haben, also dass sie mal
innerhalb der Europäischen Union eine solche Auswanderungswelle erleben. Ich will das nur schlaglichtartig beleuchten, weil man ja erstmal begreifen muss, was oder begreifen sollte oder sich nochmal ins Bewusstsein zurückholen sollte, was Eurokrise eigentlich konkret heißt. Die großen Hoffnungen sind zerstoben. Scheitern des griechischen Frühlings. Und wir müssen einfach feststellen, dass diese Krise, diese Eurokrise, nicht nur im Verhältnis zu Griechenland eben doch Klischees wiederbelebt hat, Klischees auf beiden Seiten wiederbelebt hat. Wir haben zum einen, also beginnen wir mit der Seite, also der Verantwortung auch der griechischen Seite, eine Wiederbelebung des hässlichen Deutschen. Also die Karikaturen Merkel in SA oder in SS-Uniform mit Hakenkreuz und so weiter. Also diese Sachen sind uns ja noch präsent. Aber auf der anderen Seite standen die Deutschen dem auch nicht nach. Wir erinnern uns an das berühmte Wort von Gabriel, er ist nicht bereit, Geld des deutschen Steuerzahlers für kommunistische Experimente auszugeben. Oder Bild hatte bei dem Besuch von Papandreou damals noch in Deutschland eine Schlagzeile oder beziehungsweise einen Leitartikel veröffentlicht. Da drin stand: Lieber Ministerpräsident, Sie kommen in ein Land, wo die Leute morgens sehr früh aufstehen, hart arbeiten und wo Sie genau wissen, also, dass Sie also auch Überstunden machen müssen und so weiter. Bitte merken Sie sich das, wenn Sie Ihre Forderung stellen und so weiter. Das lässt sich, da sind ganze Bücher drüber geschrieben worden, also über das Medienbild in diesen verschiedenen Ländern. Das lässt sich auch in gewisser Weise auf Spanien, Italien und so weiter beziehen. Worauf es mir ankommt, ist, das ist nicht die immer engere Union, die immer beschworen wird. Die immer engere Union, das heißt das Zusammenwachsen der Völker, sondern ich sehe und viele andere sehen auch, dass der Euro und dass die Europäische Union, so wie sie konstruiert ist, die Völker gegeneinander aufbringt. Dass sie sich entfremden, dass weniger als das, was wir in den 60er, 70er Jahren hatten, an Zusammenarbeit existiert, dass diese Union also mitnichten auf dem Weg ist in Richtung einer politischen Union, sondern dass sie sich voneinander entfremdet. Ich komme zum zweiten Thema, weil ich ja sozusagen hier entsprechend dieses Buches Trump, Brexit, Migration und Eurokrise so ein bisschen die Hauptprobleme durchgehen will. Ich komme zum Austritt Großbritanniens. Vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren faktisch undenkbar, dass Großbritannien, das immerhin zweitwichtigste Land, nicht Frankreich ist das zweitwichtigste Land von den Wirtschaftsdaten, Großbritannien ist es, dass dieses Land wieder austritt. Man kann das gar nicht genug, man kann es kaum überschätzen. Großbritannien hat eine enorme militärische Bedeutung. Also für all das, was jetzt diskutiert wird, also was von der Leyen sagt, wir werden eine Militärunion, das kann man faktisch vergessen ohne Großbritannien. Ja, und wenn ich über die Konstruktionsfehler oder die Konstruktionsmängel rede, also wenn ich darüber gesprochen habe, wie das, was den Euro angeht, als Verursacher der ökonomischen Krise der gesamten Europäischen Union, dann muss man natürlich sehen, dass es 2 zentrale Gründe für den Brexit gab. Das eine: die Belastung durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit und damit durch einer der Kernbedingungen bzw. Kernelemente des Binnenmarktes. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit, das heißt, man kann da so in jedem anderen europäischen Land also Arbeit aufnehmen und kann dorthin gehen, ist ja einer der 4 Marktfreiheiten, also neben der Kapitalfreiheit, der Dienstleistungsfreiheit und der Finanzfreiheit, also der Warenfreiheit, gehört ja die Arbeitnehmerfreizügigkeit dazu. Das heißt also, hier ist ein Kernelement betroffen, was die Bedingung erst geschaffen hat, dass ein solches Land aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und das kann man erkennen, wenn man die Zahlen sieht, also was die Einwanderung angeht, also was den Zuzug aus anderen europäischen Ländern angeht, was den Zuzug insbesondere aus Osteuropa angeht. Hier hat Großbritannien mit Irland und Schweden zusammen bereits 2004 mit dem Beitritt der osteuropäischen Länder die Grenzen weit geöffnet, die Tore weit geöffnet. Und das heißt, sie haben in dieser Zeit 4,5 bis schätzungsweise 5,5 Millionen Menschen dazu bekommen. Das heißt, mit einem enormen Druck auf den internen Arbeitsmarkt. Und wenn ich das sage, dann
bedeutet das vor allen Dingen für diejenigen, die unten stehen, also die an der unteren, in der Pyramide ganz unten stehen, die diesen Druck aushalten mussten und aushalten. Was uns jetzt hier auch betrifft, eins ist ganz klar, also wir hatten Übergangsfristen, das heißt, also wir hatten Übergangsfristen für die Länder, die 2004 dazugekommen sind, bis 2011 und für Rumänien und Bulgarien bis 2014, aber das ist jetzt hier auch angekommen und wir haben den größten Zuwachs an Arbeitskräften aus dem Ausland, eben auch aus Osteuropa und vor allen Dingen Hochqualifizierte, die dort fehlen. Der zweite Grund, weswegen Großbritannien, also warum es eine Mehrheit für den Brexit gab, das war die Frage der Souveränität, die uns ja an all diesen Dingen begegnet. Also wenn über Griechenland gesprochen wird, wenn die Troika, also wenn die Anordnung ist, also bestimmte Maßnahmen zu erlassen, also zu sagen, also wir wollen also von Brüssel aus und wir wollen von Frankfurt, von der EZB aus und von Berlin und Paris aus, dass ihr das und das genau macht. Und das geht bis in die einzelnen Paragraphen hinein. Dann gilt das natürlich auch für Großbritannien, dass sie sich einem europäischen Gerichtshof nicht unterordnen wollten und dass man die Europäische Union als Entdemokratisierung empfunden hat, was ja auch viele andere empfinden. Nur die Deutschen empfinden es nicht so, weil sie ja im Wesentlichen die Europäische Union bestimmen. Aber in anderen Ländern sieht das anders aus. Und dann sagt die Evelyn Roll, es ist ein, und das wird oft gesagt und sagen sogar viele Linke, das sagen die Grünen, sagen die Sozialdemokraten sowieso, es ist der Sieg des dumpfen Populismus gewesen in Großbritannien. Ich glaube, wenn man sich die Probleme genauer ansieht, und ich habe es versucht, so nur schlagartig hier oder schlaglichtartig zu beleuchten, es ist nicht einfach der dumpfe Populismus und man darf auch nicht übersehen, dass für den Brexit auch erhebliche Kräfte auf der Linken eingetreten sind. Das war also nicht nur Nigel Farage mit seiner UKIP-Party, die dort, oder die rechten Konservativen, die dort dafür eintreten, sondern es gab innerhalb der Labour Party, also die Bewegung Labour Leave, die sehr, sehr aktiv war und die eher aus dem rechtssozialdemokratischen Bereich gekommen ist, die sich dagegen ausgesprochen hat. Es gab aber auch eben linkssozialistische Strömungen, es gab die kleine, aber sehr lebendige kommunistische Partei, die für einen Brexit eingetreten ist. Es gab die Zeitung Morningstar. Also das lässt sich alles noch auffächern. Und das heißt, also die Frage der Souveränität war keineswegs auf die Rechten begrenzt. Drittens, bei dem schnellen Durchgang hier, will ich das dritte Thema ansprechen, Streit über Migration mit Osteuropa. Ich sagte es schon, also wir haben jetzt alle gesehen, die Wiederwahl von Orban und den Ärger, der unverkennbar war, abgesehen, dass das ein unangenehmer Zeitgenosse ist, dabei sind wir uns sicherlich einig, aber es war der Ärger, dass die eben in der Flüchtlingsfrage doch eben sich nicht einfach nach den deutschen Vorgaben bzw. nach den europäischen Vorgaben richten. Und dann ist es vor allen Dingen die Frage der Verteilung von Flüchtlingen, also diese 160.000 Flüchtlinge, die die Europäische Union durch zwei Beschlüsse, also die im Herbst 2015 schon getroffen worden sind, die wollte man umverteilen und die betreffen ja nicht nur die osteuropäischen Staaten, sondern auch die anderen Staaten, aber die osteuropäischen haben sich dagegen gewehrt. Darüber kann man streiten, aber eins ist sicherlich zur Kenntnis zu nehmen. Über den Zuzug von Arbeitsmigranten oder auch eben über die Situation, wie viele Flüchtlinge man aufnimmt, müssen letztendlich die Mitgliedstaaten alleine entscheiden. Und das kann nicht so sein, dass das einfach vorgegeben wird, dass man sagt, wir teilen das auf, wir geben euch so und so viel und so viel kriegen die und so viel kriegen die. Die argumentieren, man muss sich das auch mal ansehen, wie argumentieren die in Warschau, wie argumentieren die in Budapest oder in Bratislava oder in Prag? Und zwar mit großen Mehrheiten. Das ist keineswegs so, was immer dargestellt wird, das ist der Orban, das ist Kaczynski oder sonst was. Oder das ist dieser Zeman in Prag, sondern wenn man sich das genau anguckt, ist das fast immer das gesamte politische Spektrum in diesen Ländern, die das ganz ähnlich sehen. Also auch die Sozialdemokraten in Tschechien, auch die Sozialdemokraten, selbst die Grünen in Tschechien, auch die
Sozialdemokraten, wollte ich sagen, in der Slowakei, aber auch andere sehen das so. Und selbst der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, hat sich dagegen ausgesprochen. Und er ist ja nun kein Freund, also der Kaczynski, des Kaczynski und der PiS, dieser rechtskonservativen Partei. Also wie man das dreht und wendet. Es ist eine erstaunliche Diskussion, wie man aber auf diese Diskussion oder auf diese Weigerung dieser osteuropäischen Staaten reagiert. Und hier fangen die Probleme an. Die EU wird sich selbst zerstören, wenn sie die Souveränitätsrechte ihrer Mitgliedstaaten weiter missachtet. Sie muss akzeptieren, dass Krisenländer auch aus dem Euro austreten können, etwa Griechenland. Dass das möglich sein muss, um die eigene Wirtschaft wieder auf die Beine zu stellen. Sie muss davon absehen, wenn sie eine Zukunftsperspektive haben will, Großbritannien zu bestrafen für den Austritt. Und das tun sie, indem sie ihnen vorenthalten bestimmte Elemente des Freihandels mit Europa bzw. mit der Europäischen Union aufrechtzuerhalten. Da wird gesagt, das ist Rosinenpickerei, das lassen wir nicht zu, entweder nehmt ihr alles oder gar nichts. Das ist eine Erpressungshaltung und die wird dazu führen, dass nach dem Austritt, und der wird ja 2019 kommen, also die Entfremdung zwischen Großbritannien und dem übrigen Kontinent wieder tiefer wird. Man kann es so haben, aber man muss es auch wollen und man muss es bewusst dann auch wissen, dass man diesen Schritt geht, der zu neuen Spaltungslinien, zu einer Verbreitung des Kanals dann führt. Und in der Migration, das betrifft vor allen Dingen Osteuropa, muss gelten, jedes Land hat letztendlich das Recht zu entscheiden, wer auf dem Territorium lebt. Wenn man das in Frage stellt, wird man diese Länder gegen sich aufbringen. Ja, wer jetzt einen weiter so predigt, und das tun ja viele gerade in Deutschland, oder gar einen Integrationssprung fordert, wie Macron mit einem europäischen Finanzminister und dergleichen mehr oder einer europäischen Verteidigungsunion, der verschärft nur die Situation, der beschleunigt den begonnenen Zerfall. Aber so handeln in Deutschland und Frankreich Macron natürlich, aber in Deutschland eben Sozialdemokraten und Grüne. In gewisser Weise auch die CDU, CSU, die ist da vorsichtiger, weil sie weiß, was sie zu verlieren hat. So handeln aber auch leider linke Wissenschaftler, Politiker und Gewerkschafter, Klaus Busch, Axel Trost, Gesine Schwan, Frank Psierske, die fordern einen Integrationssprung. Ich glaube, dass das illusorisch ist. Und ich glaube, dass sich die Linke bei der Verteidigung der Souveränitätsrechte der Mitgliedstaaten an die Spitze stellen sollte. Das wäre unsere Aufgabe, die wir einnehmen sollten. Und ich finde, ich will hier eine Stimme zitieren aus Großbritannien. Und die haben, das ist aus der Zeitung, aus der schon zitierten linken Tageszeitung Morningstar, die haben das aus meiner Sicht ganz gut auf den Punkt gebracht. Die haben am 22. Juni 2016, das war am Vorabend der Abstimmung über die Mitgliedschaft Großbritanniens innerhalb der Europäischen Union, auf der Titelseite geschrieben: Eine Stimme für Verlassen bringt nicht heute den Sozialismus, aber sie wäre ein Schritt hin zur Wiederherstellung von demokratischer Kontrolle über unsere Wirtschaft und sie würde ein Hindernis für Fortschritt beseitigen. Und ein bisschen hat es dazu beigetragen, dass dieser Brexit zustande gekommen ist. Ich bin der Meinung, damit ist auch aus linker Sicht alles gesagt. Ja, vielen Dank. Als erstes, bitte. Ist es okay, wenn wir immer drei... Bitte. Der Hintergrund des Morningstar-Artikels war der, dass der Redakteur, der Autor, das Kollektiv gesagt hat, die EU ist ein neoliberales, kapitalistisches Etwas, was nur zulasten der arbeitenden Völker gehen kann. Wie ist diese EU, wenn es der Fall sein sollte, überhaupt zu reformieren zugunsten der Völker und zulasten des Kapitals? Ja, es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ist es nicht sinnvoller für die Linke zu sagen, wir sollten uns lieber auf die OSZE konzentrieren, nicht die EU? Da sind also ja souveräne Staaten zusammengeschlossen.
dieses Kapitel der OECD, früher KSZD, ist ja total aus der Diskussion herausgebracht worden und wäre sicherlich ein sinnvoller Ansatz, besonders auch im Blick auf Russland. Ich habe die Frage, ich habe das Gefühl, der Brexit findet gar nicht statt. Und ich habe das mal von jemandem gehört, der gesagt hat, ich weiß es nicht mehr, wer das war, die treten gar nicht aus. Und so wie man jetzt das mit den Verhandlungen merkt, habe ich manchmal auch das Gefühl. Kann das sein? Mache ich es von hier, ja, oder? Ja. Oder? Na, ich stehe mal auf, damit das vielleicht besser ja, das Pult jetzt. Fange ich von hinten an, ob der Brexit stattfindet. Ja, den Eindruck habe ich manchmal auch. Also wenn ich die Zeitung lese und wenn ich die Erfolgsmeldung lese, also dass die Unterhändler Großbritanniens über den Tisch gezogen worden sind und sonst wie. Man muss dazu sagen, dass natürlich also um den Brexit, wenn ich das richtig bewerte, von hier aus, man kann ja doch viel sehen, wenn man sich die Zeitung anguckt, wenn man sich die Debatten anguckt, dass natürlich in Großbritannien ein ganz, ganz harter Kampf geführt wird um diesen Brexit, den natürlich die Hälfte und insbesondere das Kapital, das britische Kapital, also das wesentliche Kapital nicht wollte, auch die Gewerkschaften im Wesentlichen nicht wollte. Das heißt, dass natürlich also immer versucht wird und immer weiter versucht wird, und das wird noch lange andauern, also ihn entweder ganz ungültig zu machen, zurückzunehmen mit einer zweiten Abstimmung oder aber so zu verwässern. Das weiß natürlich auch die Europäische Union, und die Europäische Union sagt sich, beziehungsweise die Unterhändler, das ist ja, wird ja von Frankreich insbesondere, aber auch von Berlin aus, wird das natürlich koordiniert. Das ist ja nicht so, dass man sich vorstellt, also da sind es Vertreter der Europäischen Kommission, die also völlig frei mit Großbritannien verhandeln, sondern das sind natürlich die Interessen also der deutschen und der französischen Regierung im Wesentlichen, die dahinter stehen. Die wollen natürlich diesen Druck erhöhen, und die wissen natürlich also um diese Spaltung in Großbritannien, dass man, wenn man den Druck weiter erhöht, wenn man deutlich macht, man wird nicht nachgeben und man wird auch beispielsweise die Bedingungen des Binnenmarktes so formulieren, dass man sagt, entweder den gesamten Binnenmarkt oder gar nicht. Das ist ja die Position der Europäischen Union, dass man sie in eine neue Entscheidungssituation hineinzwingen will. Also das ist noch nicht entschieden. Das würde ich ähnlich sehen, dass hier ein Zusammenspiel also zwischen britischen Kräften, die den Brexit nie wollten, und eben der Europäischen Union, die also diesen Widerspruch in Großbritannien vertiefen will und hart verhandelt, hart Ball spielt, wie man es immer da in Großbritannien gesagt wird. Da ist es nicht mein Anliegen, die EU zu reformieren bzw. in die Richtung zu entwickeln, und da unterscheide ich mich von manchen anderen in der Linken und auch in den Gewerkschaften und auch im Wissenschaftsbereich, die sagen, ja, ich habe das angedeutet, also jetzt müsste ein Integrationssprung kommen, wir brauchen die Transferunion, wir brauchen also das soziale, demokratische Europa. Ich habe damals, als ich nach Europa ging, also wie man so sagt, also als ich in Brüssel meine Arbeit aufnahm, ähnlich gedacht. Ich dachte, das müsste doch gehen, also man müsste doch also die EU reformieren können, man müsste doch das verändern können. Ich habe dann allerdings als Mitarbeiter im Europäischen Konvent also miterlebt, wie dieser Verfassungsvertrag ausgearbeitet wurde. Und da habe ich erlebt, also wie letztendlich die Europäische Union, oder ich habe es verstanden, ich habe es so Schritt für Schritt verstanden, dass die Europäische Union eine Konstruktion ist, um die Nationalstaaten auszuhöhlen und zu entdemokratisieren. Man muss es wirklich so sagen, und es geht vor allen Dingen um die Elemente, die nach 1945 in diese Nationalstaaten hineingekommen sind, nämlich die Sozialstaatlichkeit. Es wurde ganz offen gesagt, dass die europäische Verfassung, die Verfassung, insbesondere die sozialstaatlichen Elemente, also die noch vorhandenen sozialstaatlichen Elemente, die sind natürlich vorher auch schon geschleift worden, aber des Grundgesetzes, aber vor allem der italienischen Verfassung und der französischen Verfassung obsolet machen können. Und das war sozusagen der Schlussstein oder sollte der Schlussstein der Europäischen Union werden, dass man sagt, wir haben jetzt auch eine Verfassung. Und damit gilt die italienische Verfassung, wo das Recht auf Arbeit eingeschrieben ist, nicht mehr. Und dann gilt der Sozialisierungsparagraf oder Artikel des Grundgesetzes nicht mehr und so weiter. Das findet sich natürlich mitnichten in einem oder in den europäischen Verträgen, und man hätte dann gesagt, also das haben wir dann abgeschlossen.
Die Europäische Union ist ein Zentralangriff auf die sozialen und demokratischen Rechte der Mitgliedstaaten. Man kann es nicht anders erklären, man kann es nicht anders deuten. Nun kann man natürlich sagen, das machen ja doch die Nationalstaaten. Natürlich machen es die Nationalstaaten, aber sie hatten einen Hebel gefunden, wie man demokratische Öffentlichkeit ausschalten kann. Das ist der große Hebel der Europäischen Union und das kann ich wirklich mit vielen Beispielen untermauern. Also es gibt keine demokratische Debattenkultur auf europäischer Ebene. Wie sollte das gehen? Von Finnland bis Zypern, um da jetzt mal die Ecken zu nehmen, oder von Griechenland bis Portugal oder wie auch immer. Also wir wissen doch gar nicht, was in diesen Ländern passiert. Also wenn eine Diskussion über die Rente in Finnland existiert, die große Kontroversen hervorbringt, also ich bin sicher, die in Portugal werden es nicht erfahren, werden es nie erfahren. Das heißt also, die Öffentlichkeiten sind separiert. Wir haben nicht die einheitliche europäische Sprache und wir haben diese komische Konstruktion der GUI-NGL, also der Zusammenarbeit der linken Parteien, aber das sind Parteien, wie ich immer sage, das sind einfach nur Zusammenschlüsse von nationalen Parteien. Das haben die Sozialdemokraten, haben die Konservativen, die Grünen und so weiter. Und das heißt natürlich, dass Lobbyisten, dass die Wirtschaftsverbände, die Kartellverbände, also freies Spiel haben, also die brauchen das nicht. Die Gewerkschaften treffen sich, naja, das eine oder andere Mal in Brüssel oder in Straßburg, um gemeinsam zu demonstrieren. Danach, ich habe es immer wieder erlebt, wir haben das ja als linke Fraktion mitorganisiert, danach steigen sie nur mal in die Busse und fahren, also die Deutschen fahren nach Deutschland, die Belgier fahren nach Brüssel und die Franzosen fahren zurück. Sie konnten auch kaum miteinander sprechen, so ein bisschen Englisch und so weiter, was sie dann da auf dem Platz miteinander hatten. Und, aber das sind, die Gewerkschaften sind faktisch nur Büros in Brüssel. Es gibt keine europäischen Gewerkschaften. Das zeigt das ganze Dilemma. Das heißt, mit der Europäischen Union haben die Kapitalverbände eben klar erkannt, dass es hier ein Instrumentarium gibt, wie man die nationalstaatlichen, die Souveränitätsrechte, also wie man die aushebeln kann. Es gibt drei nächste Wortmeldungen. Das schreibe ich mir auf. Jürgen, du musst noch eine Runde warten. Sönke? Bin ich jetzt dran? Ja. Ach so. Du hattest ja schon angesprochen, die Linken. Gibt es ja Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine, die ja auch eine sehr europakritische Haltung, ähnlich wie du, einnehmen. Und ihr unterstützt euch da sicherlich. Nun ist ja Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine immer schwer in der Kritik, also sowohl in der Linkspartei selber, als auch natürlich von Seiten der Taz und anderen Medien. Sie wären mit ihren Positionen nationalistisch, und kämen also in die Nähe von rechten Positionen und stehen ja insgesamt unter dem Vorwurf der Querfront. Wie kann man sich dagegen schützen, dass europakritische Positionen zusammengemixt werden mit rechten Positionen? Ja, es gibt die Differenzen, die sind ja unübersehbar innerhalb der Linken, also der Linken in der Partei. Lafontaine, Sarah Wagenknecht sind genannt worden, stehen ja auch in anderen Fragen unter Beschuss, beziehungsweise es gibt diese Differenzen, ganz klar. Der Oskar Lafontaine, wenn ich das richtig sehe, der hat damit nicht so große Probleme, weil er hatte diese Position ja schon am Ende seiner Zeit in der SPD. Er hatte das ja erlebt, also als er dann als Finanzminister zurücktrat, innerhalb oder aus dem Kabinett Schröder-Fischer, dass er von einer britischen Zeitung, ich glaube Daily Mail war das, als gefährlichster Mann Europas bezeichnet wurde, weil er damals schon die Finanzmärkte regulieren wollte. Also er hatte schon einen weiten Weg hinter sich, er war für den Euro, er hat den Euro ja auch immer verteidigt in den ersten Jahren, aber er hatte schon in der SPD diese andere Position und wer kann ihn da in der Linken heute sagen, wo er stehen soll. Also da ist er, glaube ich, souverän genug und auch alt genug, dass er sagt, also ich habe meine Position über die Jahre entwickelt und diese Position vertrete ich auch. Und ich denke, dass seine Positionen realistischer sind als das, was vielfach in der Linken gesagt wird zu dieser ganzen Problematik. Auch in der Frage der Flüchtlinge, der Migration. Das sind welche, die, und ich achte das sehr und ich schätze das sehr, auch bei Sarah Wagenknecht, die Linke ein Stück von illusionären und von utopischen Positionen wegkriegen will.
Ich halte das eben nicht, und ich sage das ganz offen, ich halte das nicht für eine sehr vernünftige Forderung, offene Grenzen für alle. Damit kann man in der Bundesrepublik, damit kann in keinem Land der Erde, auch nicht in Europa, also auf Dauer, also irgendwelche hegemoniale Position einnehmen. Tut mir leid. Also damit befördert man nur die Rechten. Also als ich beispielsweise während des Bundestagswahlkampfes aus anderen Gründen durch Sachsen-Anhalt gefahren bin, da habe ich diese Plakate gesehen, Grenzen auf für alle, fordert die Linke, wir von der AfD nicht. Da habe ich gedacht, das ist ein Fake. Also die hätten hier irgendwas behauptet. Ja. Und dann aber es steht ja nun mal im Parteiprogramm. Das steht im Parteiprogramm drin und das steht drin. Aber man muss ja auch dann mal sehen, dass die Zeiten sich ändern und dass man da auch ein Stückchen wegkommt. Und Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht versuchen da wegzukommen und sie werden permanent unter Feuer genommen. Aber das wird der Linken insgesamt nicht nutzen. Ist meine Vermutung, das wird sie eher schwächen. Darüber kann man diskutieren, aber das ist meine Position. Es sind die alten Fragen, die Deutschland, also zwei Weltkriege sind diese Fragen ausgefochten, aber auf andere Art und Weise, aber die Hegemonialposition Deutschlands sollte ja schon früher hergestellt werden. Das muss man doch, man muss doch einfach die Kontinuitäten auch erkennen. Und übrigens in Griechenland, ich meine, ich habe mit Griechen viel zusammengearbeitet, mit Vertretern damals noch von Syriza, die noch anders gedacht hatten noch andere Abgeordnete drin, oder auch von der kommunistischen Partei, von der KOKOE. Die sagten mir, in Deutschland, in Griechenland wurde damals so gesprochen, hinter einem deutschen Tank kommt immer die Deutsche Bank. Ja, das ist natürlich diffamierend, also so ist es ja nun nicht, also dass der deutsche Tank dort durch Athen rollt und so weiter. Aber die Verbindungen werden in diesen Völkern hergestellt, die sagen, ja, wie behandelt ihr uns? Wer privatisiert hier? Wer kriegt die Flughäfen? Die Frankfurter Flughafen AG und so weiter. Zu welchen Bedingungen? Wir müssen noch die Reparatur bezahlen. Wir kriegen auferlegt, und zwar durch das Memorandum, was wir unterzeichnen mussten. Und da steht da wirklich so drin, dass die Pensionslasten der Mitarbeiter auch getragen wird und so weiter. Die Wasserprivatisierung wurde beschlossen und so weiter. Da haben auch einzelne deutsche Monopole direkt denen, das auch niederländisch, auch andere durchaus, in die Memoranden geschrieben, was zu tun ist, welche Autobahnabschnitte zu privatisieren sind. Also guckt euch diese Verträge an, das sind ja keine Verträge, das sind einseitige Verträge, ungleiche Verträge, sagten die Chinesen früher. Das muss man, Diktate, ja, das ist das richtige Wort. Ich habe eine Frage zu der militärischen Situation. Hast du ja in deinem Vortrag jetzt eigentlich wenig dazu gesagt. Es gibt ja diesen Beschluss PESCO, also permanente strukturierte Zusammenarbeit, militärische Zusammenarbeit innerhalb der EU. Bedeutet ja eine EU-Aufrüstung und Militarisierung. Also da würde ich gerne wissen, wie du das einschätzt. Und dazu kommt die aktuelle Situation, dass Großbritannien und Frankreich zusammen mit den USA gegen Syrien da bombardiert hat. Da ist Deutschland nicht dabei gewesen. Wie schätzt du das ein? Ist das eine hat das eine Sprengkraft für die EU? Dieses Bündnis mit den USA in deinem Vortrag, der Titel, da kommt ja der Trump da auch noch vor, den hast du jetzt gar nicht genannt, also vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen. Mit der Tatsache, dass zwei Staaten ihr Militär einsetzen, zusammen mit den USA und ihr habt es gesagt von Trump, ist ja schon ein Urteil über die gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik gesprochen, wenn ich das richtig sehe. Also mir soll noch einer erzählen, es gäbe in der Zukunft eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, also angesichts der Tatsache, dass zwei Länder, ohne dass vorher ein Konsultationsmechanismus nicht mal versucht wurde einzuberufen. Also man hat ja nicht mal versucht, eine Sitzung einzuberufen, wie verhalten wir uns zu dem, was der Trump dort macht, was die USA machen, sondern einfach gesagt hat der Macron, also wir werden auf der Seite der USA stehen, wir werden natürlich... Und Deutschland ist ja auch nicht eingeladen worden, sich zu beteiligen. Ich hoffe nicht. Also, nein, das habe ich gelesen. Ja, und ich denke, das war natürlich auch die Absprache. Aber man muss auch dazu sagen, die deutsche Position war noch nie so wohlwollend gegenüber solchen Aktionen wie diesmal. Das vor einem Jahr war noch sehr viel zurückhaltender. Da hat die Merkel gesagt, sie hat Verständnis dafür. Hier haben sie gesagt, es war gerechtfertigt und notwendig. Also das ist schon der Schritt, dass man also das nächste Mal dabei sein will. Und wenn man sich die Presse anguckt, dann sagen sie ja, das wäre doch gar nicht so schlecht, wenn wir endlich dabei sein würden und wir bestehen.
immer nur am Rande und so weiter und so weiter. Eins muss man auch sehen, wir wissen ja nicht genau, welche Rolle die Tornados gespielt haben, die dort geflogen sind. Ja, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Ich versuche ihn mal sozusagen etwas zuzuspitzen. Sie haben gesagt, beziehungsweise zum Ausdruck gebracht, die EU ist undemokratisch. Zweitens, die EU ist unsozial. Und wenn man die EU positiv formulieren will, sie ist kapitalistisch und sie ist auch militaristisch. Und nun passt dies aber alles sehr gut zusammen mit der Programmatik etwa der AfD oder mit der Programmatik anderer rechter Parteien. Meine Befürchtung ist, dass all diese Parteien, die sozusagen nationalistisch ausgerichtet sind, letztlich sehr gut ein nationalistisches Europa zu konstituieren in der Lage sind. Dass wir also die Gefahr haben oder vor der Gefahr stehen, dass die EU ein nationalistisches Projekt wird, nationalistisch im Sinn von antidemokratisch, antisozial, kapitalistisch und unterdrückerisch autoritär. Jetzt zur Programmatik der AfD, also dass man sagt, also wir kommen damit, oder die Kritik ist ja letztendlich auch eine Kritik, die von rechts kommt. Wenn man sich die AfD mal genau anguckt, ihre Programmatik, also das Bundestagswahlprogramm, das ist ja die neueste Programmatik von Ihnen, oder auch das Wahlprogramm, das ist sicherlich schon ein bisschen veraltet, war noch eine andere AfD damals von 2014, zu den Europawahlen. Wenn ihr jetzt wieder ein neues beschließen, dann wird man sehen, wo ihre Positionen sind. Aber ihre bisherigen Positionen sind oder ist zu Europa, ist ja gar nicht so schlecht, das Projekt. Ja, die sagen ja gar nicht Nein zu Europa, sondern sie sagen zu bestimmten Aspekten Nein. Sie sagen, der Binnenmarkt ist eine wunderbare Sache. Und sie sagen ja sogar damals noch in diesem Programm von 2014 zur Europawahl, die Privatisierung geht nicht schnell genug. Also beispielsweise die Bahnprivatisierung müsste schneller vorangehen und dergleichen mehr. Sie kritisieren bestimmte demokratische Defizite, die es ja in der Tat gibt. Und sie wollen nicht zahlen für den Euro. Das heißt, die Transferunion wird von ihnen bekämpft. Das ist ja die Entstehungsgeschichte der AfD. Das heißt, sie picken sich bestimmte Dinge raus und sagen, das gefällt uns nicht an der Europäischen Union. Aber sie sind ja gar nicht gegen die Europäische Union. Und das gilt für andere auch. Also für andere rechtspopulistische Bewegungen. Guckt euch doch die FPÖ an in Österreich. Die haben immer gesagt, wir machen eine Volksabstimmung über den Euro. Aber jetzt geht in die Verteidigungsunion nicht schnell genug. Also dass sie sagen, da bräuchte man eine aggressivere Macht, wir müssten das ausbauen und dergleichen mehr. Aber eins ist auch ganz klar, sie werden die Probleme, die insbesondere in der Eurozone entstehen, also vertiefen und verschärfen. Weil sie natürlich auf keinen Fall also eine Umverteilung akzeptieren wollen. Das heißt, die Situation verlangt Unterordnung, verlangt Einordnung und Hegemonialordnung. Das ist eine Situation, die instabil ist. Natürlich könnte man jetzt sagen, also das hat ja Kohl immer gesagt und auch die SPD sagt das, andere sagen das, wir müssen durchstarten, wir müssen eine Integrationsoffensive starten, zur politischen Union müssen wir kommen, also das heißt ein europäisches Parlament, also aber dann würde es natürlich bedeuten, dass auch auf der politischen Ebene die deutsche Oberhoheit verankert wäre und ich sage, es wird nicht stabil sein, es wird nicht stabil sein können, weil die Souveränitätsrechte dieser Staaten, ob das Spanien, Portugal, Frankreich auch ist oder Italien, sich auf die Dauer oder auch Osteuropa durchsetzen werden, weil die sich erinnern werden an ihre Souveränitätsrechte, an ihre Nation. Und das wird instabil sein, das würde bestenfalls so Habsburger Reich sein oder es würde sonst was Zusammengenageltes sein, aber es würde nicht stabil sein. Weil man das nicht stabil bekommt, weil man keine Europäische Union auf demokratischer Basis gründen kann, aufgrund der Tatsache, dass diese Staaten unterschiedliche Geschichten haben und unterschiedliche Interessen.